Teneriffa. Auf der Baleareninsel richten die deutschen Beachvolleyball-Weltmeister Julius Brink und Jonas Reckermann alljährlich ihr Trainingslager aus. Im Winterquartier des spanischen Nationalteams trainieren sie mit und gegen die Nummer 3 der Weltrangliste. Doch in ihrer Vorbereitung auf die Saison 2010 wollen die erfolgshungrigen Ausnahmeathleten wieder einmal einen Schritt weiter gehen und härter trainieren als die restlichen Teams. Ich glaube, man würde einen Fehler machen, zu sagen, man will nur noch den Status quo erhalten. Verbessern geht immer. Der Strand ist nicht genug. Brink und Reckermann baggern tiefer. Dann werden die Scheinwerfer gezündet und die glitzernden Wände aus Salz werfen das Licht auf ein Beachvolleyballspiel, wie es so noch nie zuvor stattgefunden hat. Hier konzentrieren kann, da macht es einem auch nicht mehr allzu viel aus, wenn 10.000 Brasilianer einem beim Aufschlag auspfeifen. So eine Location hat es sicherlich noch nie gegeben. Man muss damit auch erstmal umgehen können, wenn man überlegt, dass wir hier mehrere hundert Meter, 500 Meter unter der Erdoberfläche sind. Die Bedingungen, die wir hier vorgefunden haben, waren echt hart. Also das Atmen fällt immer schwerer und natürlich auch mit dem Salz in der Luft. Das ist eben was man nicht alle Tage hat, was man so überhaupt nicht kennt.